Blumen als Zeichen der Anteilnahme, Blutspenden als Zeichen der Hilfsbereitschaft. Die Menschen in Moskau trauern um die Opfer des Anschlags auf die Konzerthalle gestern Abend. Über 100 Menschen starben, viele wurden verletzt. Zu dem Anschlag hat sich die Terrormiliz IS, der sogenannte Islamische Staat, bekannt. Das aber erwähnte Präsident Putin in einer Fernsehansprache heute nicht. Dafür deutete er eine Verwicklung der Ukraine in den Anschlag an, denn die festgenommenen Tatverdächtigen wollten angeblich in die Ukraine fliehen. Herzlich willkommen zu einem ZDF-Spezial. Ein Terroranschlag also bei Moskau, kurz nach der groß inszenierten Wiederwahl Putins. Das ansonsten brutale Überwachungsregime konnte den tödlichen Angriff nicht verhindern. Das trotz vorheriger Warnungen aus den USA. Putin verweist auf die Ukraine. Dabei bekennt sich der IS eindeutig zum Anschlag. Und es ist nicht das erste Mal, dass Russland von islamistischen Gruppen angegriffen wird. Gerd Anhalt. Mutmaßlicher islamistischer Terror stand 1999 am Beginn der Putin-Herrschaft. Bombenangriffe auf Wohnhäuser in Moskau und anderen Städten mit fast 400 Toten. Doch viele vermuten, dass Putin, bis dahin ein blasser Ex-KGB-Agent, nun Ministerpräsident unter Boris Jelzin, selbst dabei die Strippen zog, um sich als starker Mann zu empfehlen. Er begann danach Moskaus zweiten Krieg gegen die rebellischen Tschetschenen, die ihrerseits immer neuen Terror in Putins Russland brachten. Anschläge in der Moskauer U-Bahn, am Flughafen, die Geiselnahme hunderter Schulkinder in Beslan und, Déjà-vu, der Überfall mit Geiselnahme in einem Theater in Moskau. Erst als ab 2004 der Putin-Anhänger Diktator Kadyrov in Grosny herrschte, kehrte Ruhe ein, jedenfalls bis mit dem russischen Eingreifen in Syrien eine neue Konfrontation mit den Islamisten begann. Der Kreml-Chef paktierte mit Diktator Assad und unterstützte ihn bei der brutalen Niederschlagung der Aufstände und im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Als im Oktober 2015 ein russischer Ferienflieger aus Sharm el-Sheikh über dem Sinai explodierte und 224 Menschen in den Tod riss, reklamierte der IS einen Anschlag auf Russland für sich. Doch gab es danach keine weiteren Großangriffe, jedoch in jüngster Zeit immer wieder Warnungen. Vor allem vor dem gefährlichen IS-Ableger in Afghanistan. Gegen den hat Moskau in Tadschikistan einige hundert Soldaten stationiert, hier bei Manövern vor 3 Jahren. Solche Kriegsspiele sind freilich auch eine Machtdemonstration, mit der Putin die ehemaligen Sowjetrepubliken wieder an sich binden will. Denn dass Hubschrauber und Panzer im Kampf gegen den Terrorismus nicht taugen, das wurde mit dem gestrigen Angriff einmal mehr deutlich. Und während sich die Forensiker in Moskau durch die Überreste der Horrornacht arbeiten, mag sich mancher erinnern, wie Putin noch am Dienstag die Terrorwarnungen der USA in den Wind schlug. Die wollen uns erpressen und destabilisieren, behauptete er und beschuldigte den Westen, Kiew bei Terroraktionen zu unterstützen und anzuleiten. Ja, und in London ist mir der Terrorismusexperte Peter Neumann zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend, Frau Pieper. Der IS, der sogenannte Islamische Staat, hat sich zu dem Anschlag bekannt. Stehen die Täter also fest? Das glaube ich schon. Wir haben heute mittlerweile 3 authentische Nachrichten, Bekennernachrichten des IS. All diese Nachrichten wurden über die offiziellen IS-Kanäle verbreitet. Das bedeutet, sind wahrscheinlich authentisch. Und wir haben auch jede Menge Täterwissen. Wir haben sogar ein Foto der Attentäter in einer dieser Nachrichten. Und wahrscheinlich kommt in den nächsten 24 Stunden auch ein Video. Was wichtig ist, in diesen Nachrichten steht auch drin, dass der IS nicht nur den IS verantwortlich macht, sondern IS-Provinz Khorasan, also genau diese Gruppe, die Sie auch bereits erwähnt hatten, die Gruppe, die sehr aktiv ist und die auch seit einiger Zeit schon es auf Russland abgesehen hat. Ja, wie stark ist denn der IS in Russland und warum dieser Anschlag jetzt?
der IS war natürlich für Russland war für den IS natürlich schon immer ein Ziel, für Dschihadisten insgesamt. Ihr Beitrag hat das ja sehr gut beschrieben. Aber genau in den letzten 2-3 Jahren ist das viel stärker geworden durch diese Gruppe ISPK, Provinz Khorasan, die nicht nur in Afghanistan rekrutiert, sondern besonders auch in Zentralasien, in den vormaligen Sowjetrepubliken wie Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisistan, dort sehr viele Leute rekrutiert, die auch einen Hass auf Russland haben. Und das ist eine Gruppe, die möchte einen großen Anschlag in einem nicht-muslimischen Land durchführen, auch um die Aufmerksamkeit auf sich zu richten. Und Russland passt da sehr gut. Ja, Wladimir Putin hat heute Nachmittag in seiner Ansprache den IS aber nicht erwähnt. Die Spur führe in die Ukraine, sagt er. Wie ordnen Sie das ein? Ich glaube, das ist eine Nebelkerze und die hat zwei Funktionen. Erstens dient sie natürlich dazu, diesen Anschlag, der ja eigentlich für Putin sehr unangenehm ist, den dennoch aus seiner Sicht in eine positive Richtung zu drehen, nämlich als Mobilisierungsfaktor für den Krieg, für den russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine. Und zweitens und wahrscheinlich noch wichtiger, lenkt er damit ab von dem riesigen Versäumnis, diesen Anschlag nicht verhindert zu haben. Die Amerikaner haben Anfang des Monats davor gewarnt, aber es ist den Sicherheitsbehörden nicht gelungen, diesen Anschlag zu verhindern. Und das macht Putin auch relativ schwach und nachlässig. Vielen Dank, Peter Neumann. Herzlichen Dank. Als absurd hat die Ukraine den Vorwurf zurückgewiesen, sie sei in den Anschlag verwickelt. Was bedeutet es, dass Russland trotz dem klaren Bekenntnis des IS auf die Ukraine verweist? Welche Konsequenzen befürchten die Ukrainer? Aus Kiew, Henna Hebestreit. In Kiew sind sie in Wochenendstimmung, trotz der Anschläge von Moskau. Schon seit 2 Jahren ist die Stadt, wie der Rest des Landes, auch im ständigen Verteidigungsmodus. Jetzt wächst hier aber die Sorge, Russland könne den Terroranschlag als Vorwand nutzen, sie noch massiver anzugreifen. Wir wissen, dass es während Putins gesamter Amtszeit immer wieder Terroranschläge gab und die Bevölkerung unter dem Motto "Lasst uns mehr Menschen töten" mobilisiert wurde. Nach der Wahl ist das ganz offensichtlich. Das hat mich nicht überrascht. Ich habe jetzt Angst vor neuen, noch stärkeren Angriffen. Wir durchschauen das alles. Zuletzt vor 2 Tagen haben sie hier in Kiew Russlands Raketenterror gespürt. Jetzt wollen sie keine neuen Attacken riskieren. Sehr deutlich weist die Regierung jegliche Verwicklung in die Anschläge von Moskau zurück. Die Ukraine hat absolut nichts damit zu tun. Wir sind im intensiven Krieg mit Russlands Armee und Russland als Staat. Aber ganz gleich, was passiert, wir werden die Entscheidung auf dem Schlachtfeld suchen. Die Ukraine hat niemals Terror oder terroristische Methoden zur Kriegsführung genutzt. Trotzdem sind sie in Kiew vorbereitet auf mögliche weitere Attacken von Putins Armee. Und darüber möchte ich mit dem Sicherheitsexperten Nico Lange sprechen. Herr Lange, was befürchten Sie? Welche Auswirkungen hat dieser Terroranschlag in Moskau auf den Krieg in der Ukraine? Ich glaube, es wird auf das Geschehen auf dem Schlachtfeld keine Auswirkungen haben, weil Russland ja schon versucht, was es kann, aber trotzdem seine militärischen Ziele nicht erreicht. Aber es wird eine Auswirkung haben auf die Diskussion über Mobilmachung und auf die Schärfe der Debatten zwischen Russland und Ukraine, aber auch innerhalb Russlands selbst. Und Putin wird, glaube ich, diesen Anschlag als Vorwand benutzen, um nochmal einen härteren Ton anzuschlagen, um möglicherweise noch aggressiver gegen die Ukraine vorzugehen, insbesondere in einer Zeit, in der Europa zögert und die Hilfe für die Ukraine aus den USA unsicher ist. Die russischen Sicherheitskräfte konnten den Anschlag trotz Warnungen nicht verhindern. Was sagt das denn über die Stärke des Machtsystems Putins? Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Russen waren gewarnt über diese Anschläge oder zumindest die Gefahr dieser Anschläge durch den Islamischen Staat. Und sie haben es nicht verhindert. Und sie haben auch eine Stunde gebraucht, um zum Ort des Geschehens zu kommen, während Menschen getötet wurden und das Gebäude in Brand gesteckt wurde. Und diese Schwäche des russischen Machtsystems, die wird man jetzt versuchen zu überspielen durch aggressive Rhetorik, durch besonders hartes Vorgehen, möglicherweise auch durch Propaganda, um das Ganze in Richtung Ukraine zu drehen. Also der russische Sicherheitsapparat hat keine gute Figur gemacht. Und wenn dieses Problem weitergeht, wird das für den russischen Sicherheitsapparat auch noch eine große Herausforderung.
Ja, was glauben Sie konkret, welche Folgen hat der Terroranschlag für Russland? Putin steht vor einem Dilemma. Denn wenn er anerkennt, und das sagen ja alle Experten, dass es der Islamische Staat war, dann müsste er ja mit Härte gegen den Islamischen Staat reagieren. Das kann er aber nicht, weil er alle seine Kräfte, alle seine Sicherheitskräfte, auch den Geheimdienst FSB im Angriffskrieg gegen die Ukraine gebunden hat, wo er nicht das erreicht, was er gern erreicht hätte. Deswegen versucht er es, glaube ich, auch in Richtung Ukraine zu drehen, um sich auf diesen Krieg zu konzentrieren. Aber der Dualismus aus Islamischer Staat macht Anschläge in Russland und gleichzeitig ist Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine gebunden, der ist für Russland eine ganz große Gefahr und könnte auch zu einer Destabilisierung innerhalb des Landes beitragen. Vielen Dank für diese Einschätzung, Nico Lange. Gerne. Ja, das war unser kurzes ZDF-Spezial zum Terroranschlag in Moskau. Mehr Informationen dann später im Heute-Journal in der Halbzeitpause des Fußball-Länderspiels und jederzeit auf der ZDF-Heute. Hier geht es jetzt weiter mit den Bergrettern. Auf Wiedersehen.